Hey ho, meine Lieben! Heute machen wir Picanha auf dem Mangalgrill. Richtig, Mangalgrill! Der Grilldieb! Der Manuel von Deisenblock hat es endlich geschafft, den wiederzubringen. Tja, und hat mir hier einen schönen Tafelspitz mitgebracht. US-Tafelspitz. Black Angus, und daraus machen wir eben heute das Picanha. Werden wir etwas dünner schneiden als andere das tun, weil wir ja nur auf dem Mangalgrill machen. Aber gehen wir rüber, legen wir los. Ja, Freunde, alles was wir eben benötigen ist diesen Tafelspitz und Salz. Ich habe hier französisches Meersalz und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an, unseren Tafelspitz in Scheiben zu schneiden. Fettschicht sollte er drauf bleiben. Also normalerweise wäre es mindestens ja, so dick. Ein bisschen über zwei Finger. Ich schneide es etwas dünner, weil wir ziehen das in einen Raps gar und schneiden uns dann nicht 20 Mal Streifen runter. Ein bisschen mehr als ein Finger dick. Deine Kartoffeln sind fertig, Schatz. Schatz, deine Kartoffeln sind fertig! Also jetzt habe ich euch auch schon verraten, was es zum Essen dazu gibt. Irgendwas mit Kartoffeln. Also wenn man jetzt so ein schönes Churrasco-Set hätte oder so, dann würde ich natürlich auch sagen, Scheiben dicker schneiden und dann stückchenweise, scheibchenweise runterschneiden vom Spieß. Aber so, ja, machen wir es halt jetzt so. So. Hier die Schale. Und dann nehmen wir unser Salz. Und hier kann man eben schön großzügig drüber. Also da darf richtig Salz dran sein. Weil was zu viel ist, fällt nachher eh ab. Leute, und das war's jetzt auch schon. Ich hab's heute mit der Sprache. Naja, war wieder ein langer Arbeitstag. Also aufspießen werden wir die dann hinten. Und ich würde sagen, ich genau's, heiz die Kohlen vor und dann, wenn wir aufspießen und das auf den Grill tun, hole ich euch natürlich wieder hinzu. Tada! Im Hintergrund sieht ihr schon den Mangalgrill. Wir nehmen jetzt hier unsere Scheiben und spießen die einfach hier so auf. Schön, dass wir den Fettdeckel mit erwischen. Und am besten mitten noch durch den Finger durch. Dann können wir morgen zu Hause bleiben. Ich werde da jetzt immer zwei Spieße machen, also zwei zwei Scheiben auf einen Spieß. Tja, das ist halt ein bisschen kleiner. Ja, genau. So. So machen wir die jetzt komplett fertig. Also hier jetzt einen Keil reinschneiden, wie es mal einer gesagt hat, halte ich für einen absoluten Blödsinn.
fertig. Also wer hinterher den Fettdeckel mitessen will, darf das gerne tun. Ich persönlich werde den dann abschneiden. Aber wir brauchen den halt, dass das Fleisch richtig schön saftig bleibt. So, Nummer 3. Und dann machen wir noch Spieß Nummer 4 fertig. Und so langsam lassen sie auch richtig schön Wasser. Naja, vielleicht hätte ich sie ja doch ein bisschen dicker schneiden können auf dem Mangalgrill. Aber das ist ja eben, wie gesagt, heute jetzt auch mal wieder der erste Versuch damit. Habe ich so auch noch nie gemacht. Sein. Schauen wir mal. Maß genommen gerade am Mangalgrill. Schauen wir, dass wir alle gleichmäßig hinkriegen. Jo. Freunde, dann heißt es bloß noch warten, bis die Kohlen fertig durchgeglüht sind. Und dann können wir diese 4 herrlichen Spieße auf den Mangalgrill draufhauen. Das Schöne an reiner Holzkohle ist, die ist ruckzuck durchgeglüht. So. Ich bin ja gespannt, ob uns die reicht oder ob ich noch was nachschütten muss. Und dann kommen unsere Spieße in Einsatz. Na, dreh weiter. Ja, hinten der Anschlussstecker von dem Spießmotor hat leichte Kontaktprobleme. Boah, und ich befürchte leider, das wird gar nicht lang dauern. Dann können wir schon essen. Geil. Wunderbar. Ein Duft steigt auch schon auf, ein schöner. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Ja Leute, dann lassen wir die Spieße mal vor sich hindrehen. Wobei ich ja fast behaupte, der ist absolut optimal gesteckt. Dann kommt der, naja, und dann kommen die, die sind nicht so optimal gesteckt. Man sieht es immer, wenn es so überschlägt. Aber da sind die zwei echt sehr gut. Da plopp. Tja, hoffen wir, dass das Fleisch so lang mitmacht. Nicht, dass uns da was runterfällt. Ja, dann haben wir Aschefleisch. So Leute, jetzt tun wir noch ein bisschen das Salz runter hier. Ja, und die Fettschicht schmilzt dahin und läuft natürlich immer schön mit übers Fleisch drüber.
Also jetzt könnte man rein theoretisch hier schon mal was, ein bisschen was wegschneiden, aber wir lassen es jetzt einfach komplett knusprig noch werden und dann nehmen wir es runter. Egal, ob das Fleisch jetzt dann komplett durchgegart ist oder nicht. Vielleicht haben wir ja noch Glück und ein bisschen rosa Kern innen. So Leute, anscheinend hatte mir die Patricia leider die Cam ausgeschalten, sonst hätte sie den kompletten Durchlauf gesehen. Halt im Schnellverfahren, aber ich würde mal sagen, die sind jetzt soweit fertig. Runter damit. Oh, sehen die gut aus. Lecker. Sehr, sehr lecker. So. Und dann können wir reingehen und sie aufschneiden und essen. So Leute, dann kann sich jeder hier jetzt einen Spieß schnappen. So, dazu lecker Kartoffelsalat. Und der Manuel hat uns hier noch so ein Chimichurri. Ja, genau, mitgebracht. Und naja, schauen wir mal, ob uns das auch mundet. Und Patricia, wieso hattest du jetzt die Cam ausgeschalten? Ich hab's eigentlich eingeschalten. Ich bin dann vor Kamera und hab dann Nam Nam gemacht und hab's wieder ausgemacht. Ja, blöd gelaufen. So, aber wir essen jetzt. Erst einmal meine Gabel finden und ich probier das jetzt. Und Schatz, filmt. So. Sehr lecker. Etwas Saft läuft auch noch raus. Ja, nicht mehr viel. Also das nächste Mal, du hältst übrigens das Mikrofon unten zu, mein Schatz. Dankeschön. Ich kann es erheben mit meinem Arm. Ja. Nächstes Mal werde ich die Scheiben auf alle Fälle dicker schneiden und naja, gucken wir mal, wie es dann wird, aber so wirklich lecker. Chimichurri müsst ihr beim Dyson-Blog angucken und bevor mein Schatz jetzt der Arm abfällt, Leute, wir sehen uns nachher noch zum Fazit. So Freunde, Fazit, ich bin jetzt einfach viel zu lack, weil es viel zu voll ja, zum Aufstehen. Es war viel zu lecker. Ja, es war viel zu lecker, verboten lecker. Was ich jetzt aber gleich zu Anfang geschehen muss, ich habe wirklich vergessen, das Salz wieder runter zu tun. Das Salz hätte normal runtergehört, bevor man es auf die Spieße draufpackt. Also das auf gar keinen Fall vergessen. So war es halt jetzt doch etwas salzig, aber man konnte gut essen, oder? Sehr gut. Sehr, sehr Patricia. War voll lecker. Wunderbar, wunderbar. Also mir hat es hervorragend geschmeckt. Dieses Stück Fleisch verlinke ich unten noch. Ist vom Steak Shop. My Steak Shop. Den Kartoffelsalat, was mein Schatz da wieder gezaubert hat auf die Schnelle. Wow, ja, Wahnsinn, also mehr als voll gefuttert. Leute, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Ein Abo da lassen. Genau, Schatz hat's gesagt und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Kowski. Ja, und tschüss. Hier halten wir gerade noch die Schnitzelchen warm und naja, im Hintergrund läuft der Dirk mit seiner Tages- oder Wochenschau. Also nicht wundern, wenn er dem im Hintergrund kreischen hört.